Einen wunderschönen. Ihr habt abgestimmt und ich beabsichtige zu liefern. Hier sind wir bei Jedi Fallen Order. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Ich spiele Neue Reise Plus, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe, aber das ist schon ganz schön lange her, von daher, würde ich sagen, fangen wir was Neues an. Und, ich mach's mir jetzt nicht allzu schwer, deswegen, wir nehmen mal nur Jedi-Ritter. Jetzt keine Lust auf so riesige Schwierigkeiten. Aber gut, ich bin während der Intro-Sequenz jetzt erstmal ruhig. Dein Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Auf Antena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Das sieht aus. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Damit das nicht so dröhnt. Gut. Kosmetikobjekte. Ja, genau. Eigentlich mache ich das auch nur dafür. Die Story bleibt ja dieselbe und die Gegner sind nicht unbedingt stärker. Von daher. Ich lasse die Untertitel auch aus, weil ich mache höchstwahrscheinlich die Thumbnails während des Videos, deswegen werde ich häufiger Screenshots machen. Ich habe auch extra den Fotomodus an und den werde ich wahrscheinlich auch häufiger nutzen. Nach dir, Junge! Wie dir das an? Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lukahalb gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Das ist auch ein interessantes Bild hier. Aber gut, ich sollte das nicht so häufig machen, sonst verlieren wir noch was dabei. Achtung! Vorsicht! Was zur? Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort! Ja. Das nenne ich mal improvisieren. Hui! Verlasse sofort diese Barke! Du bist kein zugelassener Müll! Nö, aber kein zugelassener Müll. Das nenne ich mal bürokratisch regulierten Müll. Oh, das sieht doch schon besser aus. YouTube macht das Ganze immer automatisch ein bisschen dunkler, deswegen ist das, denke ich, besser, wenn wir das so machen. Ich werde
Ganz ruhig! Los! Bin gleich wieder weg! Dann werden wir vor dem Zeitplan fertig. Ich kann die Credits förmlich riechen. Es wird heute eine wilde Nacht. Bringen wir den Job zu Ende. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich schon immer gefragt, wie profitabel es eigentlich ist, im Star Wars-Universum ein Schrottsammler zu sein. Weil, naja, ich meine, das ist ja interessantes Business, gerade in dieser Zeit hier. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Ich hätte ihnen gerne Hallo gesagt. Ich meine, das ist ja auch eine Riesenoperation hier, also da muss ja eigentlich was Gutes bei springen, wenn man sich das mal so anschaut. Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut, bin in Kürze dort. Das Platforming hier könnte noch ein bisschen dauern. Wow. Kommst du her? Gute Frage. Lass dich hier mal ganz vorsichtig langhangeln. Und tschüss. Das ist eine sehr schöne Szene. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Ja, und ab geht's. Egal. Finde ich schon noch raus. Für diese ersten Parts habe ich meine Thumbnails sowieso schon. Wir müssen fertig sein, bevor sie diese Teilfläche abbrennen. Ach, schnell, ach, schnell! Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Alles klar, du bist dran. Moment! Okay, Klammer gesichert. Wow, alles okay? Bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Fertig. Und weiter im Text. Moment, ich mach das. Warum hat gerade diese Klammer... Ach, egal. Komm, seht ihr das an? Es ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schrottsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. In der Tat. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Das sind also Cutter-Schiffe. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Vorsicht! Come on.
Kerl! Ich komm nicht raus! Kopf! Durchhalten! Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Kopf! Nein! Das gibt innere Blutung. Ganz, ganz viele davon. Kein Pilot! Eine Tür auf! Durchhalten! Vorsicht, Kerl! Achtung! Er ist eigentlich so blöd und baut einen Schrottsammelplatz über einem Sarlacc. Moment! Geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Vergiss, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's dann kein Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss den Sound doch noch mal ein bisschen anpassen. Musst du mir auf jeden Fall mal schreiben, ab wann der Sound richtig eingestellt war, weil gerade bei solchen Szenen hier ist das schon ziemlich laut. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Bisschen leiser könnt's aber noch. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh. Die wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Nasha da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Worf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Was ist das überhaupt? Was ist das? Ja, doch, das ist ein Zug. So, jetzt noch mal ganz kurz in Audio die Gesamtlautstärke runter machen. So, das ist doch besser. Prof? Kann man hier eigentlich auch? Ja, hier kann man auch in den Fotomodus. Interessant. Egal, ich lasse es mal. Prof, warte! Wer ist er denn? Hä? Die, okay, die verschwinden einfach. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Wo willst du hin? Kann nicht schneller gehen. War ja klar. Nee.
Immer diese Psychospielchen. Jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir hatten einen Prof. Ja. Irgendwas geht hier vor. Aha. Alles auf! Identifizierung bereit! Eimerköpfe. In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Das kenne ich von der Abschlussfahrt. Erwartet die imperiale Inquisition. Absolut niemand. Aber diese Rüstungen sind schick von den Auslöschungstrupplern. Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Anklage? Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Wie wollt ihr die denn mit Schockstäben hinrichten? Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure wurden zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur so ängstlich, es zu sagen. Habt ihr nie daran gedacht, eine Gewerkschaft zu gründen? Für das Imperium sind wir doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Doch. Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Was ist das? Überprüfe die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Das ist auch eine interessante Szenerie. Aber ich weiß immer noch nicht... Ach, warte mal. Leertaste. Ah. Da blendet er aber automatisch aus, oder? Ah ja. Schweig! Hier ist... Halt, Eindringling! Na dann. Jetzt geht das Ganze erst richtig los. Was ist da... Achso. Komische Ermahnung. Ein Jedi? Sei wachsam. Der kommt nicht vorbei. Verräter, Feuer! Trip! Information, Kontakt bestätigt. Erschießt ihn. Ich bin geliebt. Kann ihn nicht verfolgen. Wow, hallo. Seine Verteidigung ist zu gut.
Ah, hier. Das jetzt. Ah ja. Ach du Scheiße. Das ist schon... Alter Schwede. Nur ein Ausweg. Oh Gott. Bewegung bleiben. Uncharted lässt grüßen. Himmel, Herrgott. Ah, die Nahkampftruppler. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereit ist Jedi. Information. Ich schaffe das nicht allein. Ja, dann versuch mal. Man merkt, ich habe schon etwas Erfahrung in dem Spiel. So ist mir das perfekte Blocken zum Beispiel schon bekannt. Du wirst einen Fehler machen. Ja, das ist jetzt noch Tutorial. Muss ich das jetzt... Kannst du keinen Treffer einstecken? Ich krieg dich schon. So, jetzt dürfte es das genau. Ah. Darf ich das jetzt hier machen? Danke. Ich will hier hoch. Oh, das hab ich ein bisschen spät gesehen, aber hat ja funktioniert. Das ist auch... Also ich meine, ich muss mal überlegen, was soll eigentlich das Image dieser Inquisition eigentlich in der Öffentlichkeit sein, weil ich meine, das sind Leute in dubiosen Rüstungen, die einfach nur umhergehen und irgendwelche Leute jagen. Ich meine... Gut, das ist das Sinnbild einer Inquisition, aber nichtsdestotrotz, das ist, das ist trotzdem... Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine! Dafür werden wohl alle Belohnungen an mich gehen. Nur du und... Zack. Wie schön flüssig das alles ist, das kann ich nur immer wieder betonen. Dieser neue PC ist awesome. Nach vorn, halte den Zug auf. Yep, dieser Zug ist ja nur 30 Kilometer lang. Oh nein! Hochdeckung! Zwischen den Scheiben nach vorn. Jetzt! Ich bin jedes Mal versucht, in den Fotomodus zu gehen, aber ich darf nicht. Ich muss das hier flüssig halten. Nochmal? Ja. Ah, scheiße. Schneller! Das zieht mir erstaunlich wieder ab. Und davon hätte ich jetzt wirklich gerade mitmachen sollen. Ui. Ah, die kommt noch. Ich muss runter. Das explodiert. Ui. Scheiße. Nein, 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 nein. Ich hab ganz vergessen, wie bombastisch das ist. Und hoch hier, hoch hier, hoch hier. Das ist die gefährlichen Arme. Ach echt? Ja, danke für die schlaue Bemerkung, Kerl. Ich kann nur rauf. Das ist absolut richtig. Jetzt darfst du dich hier schön noch an... Jetzt nicht sicherer. Das ist ganz schön instabil. Wer lässt denn solche Züge ziehen? Was soll? Wir haben einfach den... Okay, wir haben einfach den Rest des Zugs verloren.
Wie Obi-Wan sagen würde, we're still flying half a ship. Wer seid ihr? Weiter! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Ein schönes Stimmorgan, was ich so durch diesen ganzen Lärm hier hören kann. Die Musik hier erinnert sehr stark an Marvel. Und lass mich raten, sobald ich hier rausspringe, fällt das Teil ab. Dachte ich mir. Aber auch höchste Eisenbahn. So, jetzt bin ich hier oben. Oh. Wir haben hier einen Eindringling. Oh. Okay. Okay, ich wusste gar nicht, dass das geht. Autsch. Na los, komm, schieß nochmal. Na los. Er ist zu schnell. Das ist richtig. Du hast sie alle ausgeschaltet. Das ist auch richtig. Und weiter im Text. Sie konnten dich nicht besiegen. Ich kann es. Nein, kannst du nicht. Was jetzt? Bringen wir jetzt den nächsten zum Einsturz? Nee, der Zug hält. Der Zug hält? Sind die aber früh drauf gekommen? Was? Das ist nicht gut. Hier einfach gar nichts. Spring jetzt! Hui! Festhalten! Nein! Wirbelsäule gebrochen. Hand ab! Fallhämmer das. Was für ein Zufall. Wohin des Weges? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Das ist zu einfach. Ja. Oh, Edgewalking, wa? Das wird dein letzter Schlag. Ich weiß, dass man die eh hier nicht töten kann, aber ist wurscht. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Aber ich kann's versuchen. Ich vernichte dich. You will try. Du musst dich schon steigern. Ich will jetzt mal diese Attacke blocken. Dein Ende naht. Ah. Oh. Auto abgewehrt. Das kann ich eh nicht schaffen, von daher. Oh.
Das gibt erneut innere Blutung. Schnell an Bord! Diese Problematik in Star Wars mit aus dem Orbit eines Planeten heraus okay, in den Überraum springen. Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Greased Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Kerl. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. What? Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Was nennst du Dankbarkeit? Eine Million Credits? Schon. Zwei? Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh. Sind wir nicht gut genug für dich? Grease ist super. Der Jedi ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin. Kannst du dich ausruhen? Du bist in Sicherheit. Im Moment. Gibt's eigentlich irgendwann mal in irgendeinem fiktionalen Mediumsstück oder so ein Wort, wo jemand nicht sagt, du bist in Sicherheit für den Moment? Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Sagt jemand, der Kell beim Schlafen zuguckt. Funktioniert das schon? Nee, leider nicht. Na gut. Ich mache hier erstmal Schluss für die erste Folge. Wie gesagt, sollte noch was am Ton gemacht werden oder so, dann schreibt mir das gerne. Dann kann ich das auch abändern und besser einpflegen. Ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge. Ich habe noch ein bisschen Spaß im Fotomodus und ja, tschüss.